Ab jetzt. Willkommen zurück zu Starbound mit mir, peterbus.greed.de, und wir sind immer noch auf der verdammten Suche nach verdammten Glitchburgen, in denen wir ausreichend edles Material für unsere unser Schlafzimmer. Richtig, das war das Wort. Bettenraum hing in meinem Kopf, aber Bettenraum ist, glaube ich, nichts, was man jetzt so generell irgendwie mit Schlafzimmer verbinden würde. Bettenraum klingt eher nach diesem Compartment bei IKEA, wo Betten verkauft werden. Bettenraum. Nee, das ist falsch. So. Ich meine natürlich das Schlafzimmer, selbstverständlich meine ich das Schlafzimmer, was soll ich denn auch bitte anderes meinen? Deswegen suchen wir mal direkt den nächsten Planeten auf, in der Hoffnung, dass das was wird. Ich möchte mal diese Stelle nutzen, um kurz darauf hinzuweisen, Wildstar kommt immer näher. Und wer sich erinnert, Starbound sollte mein Substitut werden, bis Wildstar kommt, weil ich kann natürlich nicht alles, ich kann ja nicht alles machen. Ja, seien wir mal ganz ehrlich. Ich meine, ich bin halt eben am Ende des Tages auch nur ein Mensch. Und Starbound wird deshalb in absehbarer Zeit, das heißt genau genommen in 2 Monaten, Wildstar weichen müssen, nehme ich an. Das heißt, ich bin gespannt, was wir bis dahin noch auf die Beine stellen können hier in Starbound. Das wird noch interessant werden, aber wenn das so weitergeht, werden wir in 2 Monaten nicht mal das Schlafzimmer fertig haben, weil ich die verdammten Einrichtungsgegenstände dazu nicht finde. Es ist komisch, weil ich bin so oft auf Glitch-Planeten gestoßen. Das wundert mich jetzt tatsächlich, dass es mir bisher nicht gelungen ist, in diesem mit diesem Charakter auch nur ein einziges Glitchburgending zu finden, wobei ich dazu sagen muss, ich weiß gar nicht, ob ich nicht in der Vergangenheit tatsächlich meinem Glitchburgending begegnet hätte sein können, ohne es zu merken oder mir zu merken oder darauf zu kommen, dass ich die Gegenstände sehr wahrscheinlich haben will. Also es kann durchaus alles auch mein Fehler sein. Wir sind hier auf einer Stufe 10. Ich glaube, Graslandplaneten. Wie immer, wenn wir hier durch die Gegend fliegen, baut sich die Welt so langsam auf. Ich schau mal eben, habe ich nicht vielleicht. Ich nehme mal den Butterfly Boost. Vielleicht ist es angenehmer für die Welt, weil wir etwas langsamer unterwegs sind. Und dann muss es nicht so viel nachbauen. Außerdem finde ich es immer noch großartig, wenn hier aus meinem Rucksack kleine Schmetterlinge herauskommen. Ich habe heute erst, Harry Potter, den zweiten Teil, die Kammer des Schreckens auf Deutsch, glaube ich, Chamber of Secrets im Englischen, geschaut. Und da beschwert sich Ronald Weasley, mein absoluter Lieblingscharakter, zumindest in den Filmen, sehr, sehr, sehr gerechtfertigterweise darüber, dass es immer Spinnen sind und warum man nicht mal den Schmetterlingen folgen dürfe. Tja, wer jetzt hier auf diesem Planeten unterwegs ist und den Schmetterlingen folgen würde, der würde mich finden. Ich weiß jetzt nicht, ob sich das unbedingt lohnt, mich zu finden. Insofern ich irgendwie nichts Sinnvolles treibe auf dem Planeten, außer den Planeten zu vernichten, sofern ich finde, was ich suche. Also vielleicht auch nicht die beste Option. Das ist leider nicht das, was ich gesucht habe. Aber das macht überhaupt nichts, denn ich habe noch ein paar Dinge vorgeschlagen bekommen, die auf so einen, die rund um ein Haus sollten. Und ich glaube, für den Ahnenfriedhof und für den Opferaltar finde ich hier die perfekten Gegenstände. Und das sieht schon wahnsinnig gut aus. Hier ach, das sieht doch genial aus. Oh mein Gott, das. Ja, es war ja gerade Ostern, nicht? Hauptsache, ich kann das auch alles einpacken. Ich muss jetzt erstmal hier alles vernichten, was hier unterwegs ist und Platz im Inventar machen, weil das habe ich selbstverständlich nicht getan. So weit habe ich nicht gedacht, gell? Okay, schießen wir uns mal. Naja, wenn ich jetzt ein Loch hier reinschieße, dann komme ich ja hier wieder nicht raus. Ach, ist das ätzend. Moment, also muss ich erstmal ganz viel wegschmeißen. Wir schmeißen jetzt mal hier diesen ganzen komischen Dreck weg. Es ist mir egal, was es ist. Ganz ehrlich, es wird jetzt einfach weggeschmissen. Schau gar nicht hin, ich denke gar nicht drüber nach. Jetzt gnadenlos in den Müll geworfen. Tschüss. Alles so Sachen, ganz ehrlich. Das hätte ich mir früher überlegen sollen. Hätte ich früher auf mein Schiff lagern sollen. Wenn ich sie denn wirklich gewollt hätte.
dann hätte ich das getan, nicht wahr? Kann ich jetzt einfach mal meinem Unterbewusstsein sozusagen unterstellen, hätte ich das alles aufheben wollen, dann hätte ich es doch einfach gemacht. Da bräuchte ich mich jetzt nicht hier diesen Gewissensfragen stellen, dann wäre das alles schon erledigt und geklärt, bevor es auch nur dazu kommt, daran denken zu müssen. Dementsprechend, was jetzt also selbstverständlich nicht weg kann, das sind hier die Grabsteine, die ich bereits habe. Die müssen selbstverständlich bleiben. Alles andere kommt jetzt weg. Kommt einfach weg. Also nicht alles, aber vieles kommt jetzt weg. Einigen wir uns auf vieles, okay? Dann muss ich euch nicht anlügen und mich nicht rechtfertigen. Es kommt einfach vieles weg. Vor allen Dingen so Sachen, die, ach, wenn wir nochmal eine Glitchburg finden, dann finden wir auch sowas wieder. Das ist alles nicht so das Ding. Gut, dann fangen wir mal an. Diese Maske da finde ich sehr, 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 sehr episch. Die finde ich nicht so cool. Ach, sehr schön. Das können wir alles einpacken. Karnickelstatuen. Ach, das hier sieht doch super aus. Opferaltar. Mensch, 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 Mensch. Ich sehe da... Warum geht das nicht kaputt? Wow, halten die viel aus. Ehrlich jetzt? Versuchen wir es mal hiermit. Aha! Kaum haben wir ein Loch in die Welt geschossen, haben wir auch diese komischen Dinger abgebaut. Ja? Manchmal ist ein bisschen mehr Gewalt eben doch der richtige Weg als ein bisschen weniger Gewalt. Schade, ist jetzt nicht die richtige Botschaft an unsere jungen Zuschauer. Aber das Spiel wollte es so. Ihr habt es gesehen, ich habe es versucht. Nicht lang genug vielleicht, aber versucht nichtsdestotrotz. Gerade mal hier blind in die Gegend schießen. Wer am Freitag Was ist Capsized gesehen hat, der weiß, dass blind in die Gegend schießen überhaupt nicht die beste Idee ist, die man haben kann. Wer es nicht geschaut hat, möge dies jetzt nachholen. Diesem Spiel jedoch scheint mir blind in die Gegend schießen gar nicht so verkehrt. Ah, noch mehr Grabsteine. Mensch, das wird super. Es gibt nämlich einen Ahnenfriedhof und einen Opferaltar. Das hier ist genial. Oh mein Gott, ich kann hier eine komplette Nekropole draus bauen, wenn ich mir das so ansehe. Letztlich ist das hier wahrscheinlich schon eine Nekropole. Und da müssen wir wieder ein Loch im Boden schießen, damit wir das Karnickel-Ding da haben können. Jetzt mal ganz ehrlich, das hier wirkt so ein bisschen wie eine Nekropole. Wenn ich weiß, was eine Nekropole ist eine Totenstadt. Das war in der Antike, dann war das so, man hat ganze Städte quasi gebaut aus Friedhöfen. Also da gab es dann Grabstelen, das waren solche säulenartigen Konstrukte, die dazu dienten, um das Leben des Verstorbenen darzustellen und zu erinnern und solche Dinge. Insofern, das hier zum Beispiel wäre eine Stele von jemandem gewesen, der sehr reich war, wo derjenige dargestellt worden ist. Und die Sarkophage, die hier so herumstehen, sprechen selbstverständlich auch für Totenkult. Das ist alles sehr schick hier. Also auch wenn jetzt der Planet nicht das bringt, was genau ich gerne gehabt hätte, will ich mich nicht zu sehr beschweren, denn ich krieg mehr als genug von dem, was ich nicht ursprünglich jetzt sofort wollte. Wie habe ich denn hier einen Schneeball aufgesammelt? Wo kam denn jetzt der her? Muss ja nicht alles verstehen. Nur alles einpacken, ne? Das machen wir auch direkt. Der Skorpion ist uns jetzt mal... Oh, das sind sogar zwei Skorpione. Eieieiei. Ist ja gefährlich hier drin. Gefährlich. Ich würde ja gerne so einen Totenvogel einpacken, aber ich glaube, das geht nicht. So, hier. Das mal alles vernichten, was hier an Wachen rumrennen. Ach, vielleicht habe ich auch Waffen von denen aufgesammelt. Die verstopfen natürlich auch nur wieder die... Slots. Ah, hier sind die guten Masken. Die sehen richtig aus. So muss das sein. So soll das aussehen. Das hier ist so ein richtig schöner Nekropolenraum mit so einem kleinen Gitter und so. Das ist schön. Also, das ist sehr, sehr fein.
Das ist prima. Haben wir das jetzt komplett ausgeräumt? Ich glaube schon. Dann fliegen wir mal auf den Flügeln unserer Schmetterlinge wieder hier hinaus. Nein. Ach, wisst ihr was? Wer braucht schon Ausgänge, wenn man sich selbst seinen Ausgang machen kann? Nicht wahr? So einfach geht das. Jetzt fliegen wir oben durch den Adlerkopf nochmal durch. Durch die Adlerköpfe. Schauen mal, ob wir hier noch was finden. Ich glaube, wie gesagt, nicht daran. Es ist ja immer so, wenn man einen Dungeon auf einem Planeten gefunden hat, ist die Chance, dass noch einer auftaucht und gar eine Stadt relativ gering. Das ist Apex, das interessiert uns nicht unglücklicherweise. Ah, Regen. Regen ist was Feines, oder? Jetzt hier im April regnet es mal wieder richtig schön. Wobei ich muss sagen, so eigentlich, also Regen an sich ist ja schon toll, ja? Regen an sich ist ja schon mal was ganz Tolles. Aber was ich viel besser finde, sind ja dann Gewitter, ne? Also wenn es da so richtig schön kracht und blitzt und donnert und alles. Aber wir hier in unserem doch relativ flachen Deutschland haben da eigentlich gar nicht so tolle Sachen. Das beste Gewitter, was ich bisher erlebt habe, das war mal auf Abschlussfahrt in Italien. Rund um Neapel an der Küste war das. Und das war halt, wo wir da waren, das war in so einer Bucht, mehr oder weniger, so einer ziemlich gewaltigen Bucht. Also jetzt nicht so eine kleine Lagune, sondern eben so eine echt große. Und das war einfach ein sehr toller Tontrichter für Schallwellen und so. Und da hat's so laut gekracht, da hat der Boden einfach vibriert von den Donnerschlägen. Und so muss ein Gewitter sein. So gefällt mir das. Wenn der Boden vibriert. Wenn Blitze so 2 Meter vor einem in den Boden jagen. So muss ein Gewitter wirklich sein. Was habe ich denn eigentlich? Wovon kriege ich denn hier die ganze Zeit Schaden? Ich bin nicht vergiftet und nix. Wovon kriege ich Schaden? Ach, ist das Säureregen? Nee, echt jetzt? Das ist Säureregen. Das ist ja hammercool. Ich wusste gar nicht, dass es das gibt. Das ist ja der absolute... Wie kann denn hier so viel Gras wachsen bei Säureregen? Wie geht das denn? Das ist Säureregen gewesen. Nö. Finde ich gut. Ich meine, wer Starbound schon eine Weile verfolgt, der wird ja wissen, dass ich mich über solche kleinen Details freuen kann. Und erneut der Hinweis auf das Capsized-Video, wer das geschaut hat. Nee, wer das geschaut hat, wird wissen, dass Kleinigkeiten und Details in Spielen für mich ein Spiel erst richtig gut machen. Und ich glaube, ja, wir sind einmal um den Planeten rum, also weiter zum nächsten. Denn Kleinigkeiten, ganz ehrlich, ein Spiel kann noch so gut sein, aber wenn es nicht stimmig ist, wenn die Atmosphäre nicht passt, wenn da nicht alles so ist, wie man sich das wünschen würde, wie ich mir das wünschen würde, ja, seien wir mal so egozentrisch an dieser Stelle. Ich würde mir das so wünschen. Tundra klingt nicht so besonders nach. Wobei doch, Tundra könnte... Gehen wir mal Tundra. Ist nicht Snow? Das könnte sein. So Kleinigkeiten geben einfach so die nötige Tiefe in so ein Spiel. Also da hat man einfach das Gefühl, dass nicht einfach nur ein Spiel geschrieben worden ist, um Geld zu verdienen, sondern dass da auch wirklich Liebe zum Detail drin steckt. Und Liebe ins Detail bringt man nicht, wenn man nur versucht, Geld zu verdienen. Das ist leider so. Also, es mag sein, dass irgendwann mal aus einem Liebe zum Detail-Spiel, wie zum Beispiel Dungeon Keeper, aus der Marke eines Tages etwas erwächst, was schlicht und ergreifend zum Geldverdienen da ist. Also das Mobilspiel von Dungeon Keeper. Bitte, bitte, bitte rührt es niemals an. Tut euch den Gefallen und tut mir den Gefallen, dass ihr da auf mich hört. Wenn ihr Dungeon Keeper spielen wollt, spielt das verdammte Original. Bei Good Old Games gibt's das. Ist nicht zu toppen. Ist nicht zu toppen. Und auch da, Liebe zum Detail, Liebe zum Detail, ich sag's. Wenn man was macht, sollte man es richtig machen, nicht wahr? Deswegen Liebe zum Detail.
ab auf den Planeten. Dann schauen wir mal hier. Fliegen wir mal in die andere Richtung. Ich bin immer so eine rechtsdrehende Joghurtkultur. Drehen wir das mal gerade rum. Ach, verdammt nochmal. Ein Gefängnis von den Vögeln. Das wollen wir nicht. Da gibt es nichts, was wir brauchen. Warte mal. Hier ist Eis auf dem... Das ist ja auch cool. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Mensch, wo wir hier gerade schon bei Liebe zum Detail sind. Das sind ja Sachen, die habe ich ja noch nie gesehen. Und eine Eistruhe. Meine Fresse. Das ist ja toll. Kann ich die mitnehmen? Kann man das abbauen? Nee, das wird nur Eis. Das sind ja kleine Eisskulpturen, die zu... Oh, wow, 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 wow. Da geht es gerade weiter mit der Freude am Spiel. Und ich meine, ich hab mich gewundert, ne? Ich habe schon 155 Stunden auf Starbound. Also, ich spiele das nicht erst seit gestern. Und trotzdem finde ich hier immer wieder Sachen, die mich komplett begeistern. Die ich so noch nicht gesehen habe. Die mir so vielleicht auch einfach noch nicht aufgefallen sind, weil ich mich, wenn ich auf solchen Planetentypen war, dann eher primär unter Tage aufgehalten habe. Für alle, die nicht wissen, was Untertage bedeutet, das ist Minenarbeiter-Slang. Nein, natürlich nicht, aber das ist der Begriff für Bergwerke zum Beispiel, Minenschächte und sowas. Da ist man dann unter Tage, wenn man sich dort befindet. Etymologisch kann ich das jetzt nicht herleiten, also den genauen Ursprung, aber rein logisch würde ich sagen, weil man halt, ne, unten nicht weiß, ob oben Tag ist oder nicht. Also ist man unter dem Tagesrhythmus. Würde ich jetzt mal annehmen. Oder es wird halt Nacht, obwohl es Tag ist, weil es da unten so zappeduster ist. Das wäre ja auch möglich. War sehr spannend, also auch in Minenschächten. Ich habe das irgendwann mal gesehen. Da sind wir wieder beim Anfang vom Planeten, also auf zum nächsten. Das schaffen wir noch, den nächsten können wir noch schauen. Selbst unter Tage, dort wo kein Sonnenlicht hinkommt und nix, selbst da wachsen Pflanzen. Habe ich mal gesehen, war sehr spannend. Irgend so eine komische wahllose Dokumentation war das. Weiß gar nicht, ob es tatsächlich eine Dokumentation war oder nicht, vielleicht doch eher. Ja, gehen wir mal. Gehen wir mal da hin. Oder nicht vielleicht doch eher eine. So eine kurze Reportage. Es gibt einen Unterschied zwischen Reportage und Dokumentation. Ja, das sollte man nicht vergessen. Da wurde das gezeigt. Das fand ich doch überaus interessant. Worum ging es denn da nochmal? Ist eigentlich auch egal. Auf jeden Fall wuchs da, abseits von jeglicher Sonnenlichteinstrahlung, wuchs da einfach Zeug. Und das waren nicht ausschließlich Algen, wenn ich das richtig verstanden habe. Wobei das halt eben auch so Zeug war, was relativ selten ist und dementsprechend wie immer natürlich gefährdet. Alles, was selten ist, ist gefährdet. Ganz klar. Aber cooles Zeug. Also Pflanzen sind schon sehr epische Lebewesen. Deswegen schmeißt euren Müll in die Natur. Ich glaube, die Leute, die Starbound schauen, denen muss ich sowas nicht sagen. Hast du den Eindruck, ich habe hier schon so unterschiedliche Gruppen in meinem Kanal. So Leute, die Starbound schauen, so Leute, die Stronghold schauen und dann Leute, die schauen eben The Mighty Quest for Epic Loot. Und die sind irgendwie schon so teilweise ein bisschen unterschiedlich, auch wenn sie sich überschneiden. Klar, es ist nicht nur eine homogene Gruppe. Das ist alles sehr heterogen hier. Es teilt sich. Aber, da ist der Berg. Jetzt nehme ich schon extra ungemoddete Fertigkeiten, damit die Welt hier Zeit hat, sich aufzubauen, während ich darüber fliege. Und es reicht immer noch nicht. Das war früher nicht so, muss ich dazu sagen. Irgendwie ist das seit dem letzten Patch bei mir. Aber gut. Ja, und ich glaube, dass die Starbound-Leute nämlich schon so ein bisschen die Erwachsensten sind, die ich so habe. Und wer erwachsen ist, schmeißt seinen Müll nicht in die Natur. Das machen nur dumme Kinder. Ich sag nicht Kinder, weil es gibt sicherlich auch Kinder, die nicht einfach Müll in die Natur schmeißen, aber dumme Kinder machen das bestimmt. Und aus dummen Kindern können natürlich nur dümmere Kinder werden, aka Erwachsene. Und Leute, die richtig echt erwachsen sind, die machen sowas nicht. Ich meine,
Müll in den Müll direkt, so Müllverbrennungsanlagen sind jetzt auch nicht so optimal für die Natur, aber es ist immer noch besser, als wenn es in den Meeren landet. Wow, das ist ein hoher Baum. Ist nicht so schön wie mein Baumhausbaum. Sag mal, ist das nicht hier in den Tundra-Planet oder bin ich jetzt völlig daneben? Werde ich jetzt langsam blöd mit der Zeit? Das hier sieht doch überhaupt nicht nach Tundra. Muss Tundra Schnee haben? Der Planet hat Schnee auf der Oberfläche. Deswegen habe ich hier jetzt mal Schnee erwartet. Aber ich glaube, Tundra braucht keinen Schnee. Aber ist es dann nicht Steppe? Kann das mal jemand bei Wikipedia nachschauen, den Unterschied zwischen Steppe und Tundra? Ich denke nämlich gerade die ganze Zeit so an Genghis Khan und Russland und so. Tundra ist ja eigentlich so eine Eiswüste. Wobei das vielleicht auch wieder nur Ebene heißt oder sowas. Boah, Leute, also wenn ich jetzt nicht eine Glitchburg finde, dann muss ich echt mal nach Koordinaten suchen. Ah, shit. Hopp. Das sind nicht die richtigen Leute. Sowas habe ich schon für mein Baumhaus ausgerottet. Das sind nicht die richtigen Leute. Ja, scheiße. Gut. Nächste Suche völlig, also nicht völlig erfolglos. Wir wollen ja mal nicht vergessen, dass wir die Dings da das gefunden haben. Die Gegenstände für den Friedhof, den wir noch bauen wollen. Für all die gelöschten Charaktere. Und deswegen porte ich jetzt mal auf das Schiff, weil hier finden wir nichts mehr von dem, was ich brauche. Und ich packe jetzt mal das Zeug hier in Truhen. Ja, das machen wir jetzt noch live, während ihr dabei seid. Packe ich den Kram in Truhen. Das hier schmeiße ich hier weg. Das hier schmeiße ich auch weg. Was zur Hölle? Die Tür kommt da dazu. So. Jetzt hier alles abgelegt. Den ganzen Totenkult-Kram. Damit ich mich nicht später ärgere, wenn ich wieder was Neues finde. Und das nirgendwo hinpacken kann. Weil das ist nämlich ganz besonders blöd, wenn mir das passiert. Das finde ich immer ganz besonders unglücklich. Die Toiletten schmeißen wir mal hier rein. Ach, schau einer, guck, da ist noch genug Platz, um Zeug reinzupacken. Hier haben wir noch ganz viele Grabsteine. Da sind noch Altarteile. Oh, hier sind noch mehr Grabsteine, Mensch. Könnt meinen, hier im Universum wird nichts gemacht, außer gestorben, so viele Grabsteine, wie ich habe. Wir wissen natürlich, dass das nur auf den Planeten war, ist, auf denen ich unterwegs bin. Da wird nichts anderes gemacht als gestorben. So, das hier sind auch alles so Einrichtungssachen, die ich jetzt gerade nicht gebrauchen kann. Das hier möchte ich ehrlich gesagt nicht verbauen. Meine Nekropole wird weiß. Weiß, hell, lebensbejahend. Das ist ja nun mal eine Feier des Lebens der Verstorbenen und nicht des Sterbens der Verstorbenen. Ich meine, auf den Grabstein wird ja nicht geschrieben, wie er gestorben ist, sondern wie er gelebt hat. Da wäre ja quasi das Pferd von hinten aufgezäumt, wenn wir jetzt hier ankämen mit der Verehrung des Ablebens statt des Lebens. Ja, das waren tatsächlich Dinge, die ich sagen wollte. Auch wenn das nicht so geklungen hat. Aber das sollte aus meinem Kopf hinaus in die Welt transportiert werden. So, gut, also ich suche mir meine Koordinaten, damit wir jetzt nicht völlig sinnlos durchs Weltall rattern. Aber das Schlafzimmer wird nächstes Mal fertig gemacht, das kriegen wir hin. Insofern, vielen Dank fürs Zuschauen, wenn es gefallen hat, like da lassen. Wer was zu sagen hat, kommentieren, wer es noch nicht getan hat, abonnieren. Und wie immer sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht gut, bis dahin. Tschüss.